Hallo, ich bin Selenus, der Erzieher-Unterstufe an der Kettler La Roche. Hallo, und ich bin der Mikas, der Erzieher-Unterstufe. Wir haben für euch ein paar Interviews mit unseren Dozenten und Mitstudierenden vorbereitet. Und kommt einfach mal mit. Mein Name ist Henry Breu, ich bin 18 Jahre alt und ich bin jetzt seit 3 Monaten auf dieser Schule. Ich gehöre zur SASU 2. Die Kettler La Roche Schule, was macht die so besonders im Gegensatz zur Regelschule? Auf jeden Fall ein großer Unterschied zum normalen Schulsystem. Also davor hatte man natürlich die typischen Fächer, die man jetzt hier auf dieser Schule eben nicht hat. Ich finde auch, dass man das Gefühl bekommt, die Fächer, die man hier unterrichtet bekommt, dass sie einen auf die Praxis vorbereiten und dass man wirklich auch einen Sinn dahinter hat. Also ich bin die Kira und ich bin in der Erzieher-Oberstufe. Die Kettler La Roche Schule, was macht die so besonders im Gegensatz zur Regelschule? Ich finde, hier wird viel auf die Persönlichkeit geachtet, also auch so auf die eigenen Fähigkeiten und es ist nicht so der Fokus auf dem, was wir lernen sollen, sondern eher auch unsere persönliche Entwicklung. Du bist eine Erzieher-Oberstufe. Wieso hast du dich denn für diese Ausbildung entschieden? Weil ich ein FSJ gemacht habe in der Krippe und mir es einfach mega gefallen hat, die Kinder zu unterstützen und zu sehen, wie sie aufwachsen. Du hast dich für die PIWA-Ausbildung entschieden. Welchen Grund hatte das? Ich wollte ursprünglich raus aus dem Büro, weil mir das nicht so gänzlich zugesagt hat, aber das damals das Erstbeste halt gewesen ist, was ich machen wollte. Okay. Und so kam es halt dazu. Miteinander ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr begeistert. Also man merkt auf jeden Fall, dass es hier eine soziale Schule ist. Und jetzt greifen Sie mal nach Ihrem Stift, setzen ihn auf den Papier auf. Überraschungsklausur! Versuchen Sie das ganze Platz, Sie haben ja abgesteckt. Ich kann erwischen, ne? Dann hittet man 6. Na, hör mal! Also wirklich, ich glaub's ja nicht, die nächste Welt. Hier wird wirklich, man wird wirklich vom ersten Tag bis zum letzten Tag begleitet von allen Dozierenden. Und gerade dieser persönliche Umgang und diese Begleitung finde ich am schönsten. Ich persönlich finde halt, es ist teilweise offener gestaltet. Die Lehrer verfolgen teilweise ein anderes Konzept, also wie die halt den Unterricht halt verbringen. Es ist abwechslungsreich, es ist offen, und halt nicht so dieser typische normale Frontalunterricht, den man so von einer normalen Regelschule halt kennt. Überraschungsklausur! Oh nein! Und wenn ich einen beim Spicken erwische. Mein Name ist Barbara Kallert-Werner. Ich arbeite seit 10 Jahren an der Kettler La Roche Schule. Besonders ist sicher, dass wir eine kleine, familiäre Schule sind, was ja mit sich bringt, dass wir Schülerinnen, Studierende individueller begleiten können, als es in vielleicht in anderen, in größeren Bildungsinstitutionen möglich ist. Ja, mein Name ist Thilo Strobel. Ich bin jetzt seit 4 Jahren an dieser Schule. Es geht nicht darum, einfach nur in Anführungszeichen Inhalte zu vermitteln, sondern meinen Gegenüber zu sehen und zu überlegen, okay, wir gehen jetzt gemeinsam in diesen Weg, wir gehen gemeinsam in die Entwicklung von bestimmten Kompetenzen. Ich sehe sie, sie sehen mich und wir haben beide unsere
verschiedenen Arten, damit umzugehen. Mein Name ist Bettina Prossert. Was ist denn das Besondere an den Einführungstagen hier an der Schule? Also das Besondere an den Einführungstagen finde ich, dass wir als Klassenteam eigentlich zusammen sind oder mindestens auf jeden Fall zwei oder drei Leute am Tag da sind und dass wir die Möglichkeit haben, uns in einer recht unterhaltsamen Art und Weise, in einem geplanten Rahmen uns gegenseitig kennenzulernen.